Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Heute spielen wir monoton, denn es ist dunkel und hässlich und dort ist ein Kopf und zwei Hände in einem Schraubstock. Ja. Habe ich noch mein Silberschwert in der Hand? Oh ja, sieht ganz danach aus. Gibt's hier irgendwas? Nein. Doch, da leuchtet was. Ah, ich glaube, ich kann es kaputt machen. Nein, ich rede wieder normal. Das macht irgendwie gar keinen Spaß. Und kommt mir auch untypisch vor. Oho, was haben wir hier? Temerisches Schwert. Oho. Und ist das mal eine bessere Sache? 11 bis 14, also noch mehr Schaden. Und Schadensreduktion beim Blocken plus 5. Hm. Ja, das nehmen wir. Das ja. Ja, vor allem der Schaden hat mir gefallen. Mehr DPS. So. Money. Irgendwie ist Katze zwar hilfreich, aber unhübsch. Ah, wir haben vorhin den Kopf gefunden. Hier ist der Rest. Wow. Alter. Die machen aber auch einen Schaden. Eins will ich mal eben nachprüfen. Wir haben doch hier Monster. Ah, bestimmt wie früher. Früher im ersten Teil war das so, wir mussten Bücher lesen. Dann hatten wir Informationen über die bekommen. Ich glaube, na obwohl, ich bleib bei Art erstmal. Und so schwer sind die ja nur auch nicht. Ah, richtig geraten. Komm her, du hässliches Rindvieh. Naja, eigentlich hässlicher Ertrunkener eher. Juhu, Level aufgestiegen. Ja. Gut. Worin verteile ich denn jetzt meine Punkte? Ich würde mal sagen... in Zähigkeit nochmal. Sieht hübsch aus, oder? Jetzt halte ich nochmal mehr aus. Und hier ist immer noch alles gesperrt, ja. Irgendwie muss ich 6 Punkte in das Entwicklungsschemata reinstecken. Das hier kann ich wohl nicht öffnen. Nein, geht's da überhaupt lang? Nee, sieht aus wie eine Sackgasse. Gut, da geht's raus und hinter mir... Moment, ich kam von hinter mir und hier schaue ich mich nochmal um. Vielleicht finden wir some secret treasure. Ja, das war gerade eine H.C. Bailey-Nachmache. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Vor allem, wenn man sich H.C. Bailey immer so anguckt mit seinen Final Fantasy Let's Plays, man gewöhnt sich dran. Licht an aus? Aha. Man kann sogar Fackeln im Spiel an- und ausmachen. Das finde ich cool. Das sind diese Kleinigkeiten, die mich so an The Gothic, wollte ich gerade schon sagen, erinnern. Die Kleinigkeiten, die aber viel zu einer zur Atmosphäre eines Spieles beitragen. Gut. Da kamen wir her. Dort geht's irgendwie hätte es eine Treppe runtergehen können. Und hier geht es zum Tempel. Machen wir das Licht mal an? Wird bestimmt helfen. Steigen. Ah ja, die Tür geht also auf. Unheimlich. Gut. Ja. Dann geht's mal hinauf. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Ah! Ist das jetzt nicht unangenehm für deine Augen oder so? Hier ist ein bisschen Tuch. Oh, ganz viel Staub. Staub, Leder und Werkzeuge, Pechdrahtöl. Noch mehr komischer Tinnef und hast du nicht gesehen und... Skoyatel. Kann man das nicht irgendwie ausschalten? Ach, läuft eh gleich. Warte mal, Skoyatel. Übersetzt Eichhörnchen und das ist so eine Widerstandsbewegung für... Weil Rassismus ist in der Witcher-Welt ziemlich ausgeprägt. Oh, endlich sehe ich wieder nochmal. Der Rassismus ist hier sehr ausgeprägt, vor allem gegen alles, was nicht menschlich ist, also gegen Elfen und Zwerge. Und die schließen sich gerne der Widerstandsbewegung der bemitleideten Rassen an. Den Skoyatel. Auch wenn es eine sehr militante Gruppe ist. Und ich glaube, die sind nicht sonderlich gut auf mich zu sprechen... Da ich dir im ersten Teil auch nicht geholfen habe. Ich habe ja gar keinem geholfen. So, mein neues Stahlschwert kriegt bestimmt mal was zu tun. Ich habe es doch gewusst. Oh Gott! Okay, was mache ich? Was mache ich? Eine Falle. Komm, lauft rein. Ich hoffe, es tat weh. Weg, weg, ich will zur Seite springen. Man muss sich immer... Man muss möglichst darauf achten, die sich einzeln rauszupicken. Irgendwie.
Ah, einen habe ich schon mal kaputt. Tot, meine ich. Okay, super. Ihr seid tot und ich schaue mich etwas um. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, finde ich, ist das Kampfsystem eigentlich super. Das macht mir auf jeden Fall auch eine Menge Spaß. Gibt's was zu looten? Moment, ich mach mal eben Y. Da ist doch was, seht ihr? Verrostetes Stilett und abgenutztes Stahlschwert. Vielleicht kann man ja das gebrauchen, wenn man später andere Waffen herstellen will. Vielleicht kann man da... Ist hier keine Karte? Hey. Na dann nicht. Wo gehe ich denn jetzt zuerst lang? Moment, da oben ist mein Questmarker, also gehe ich erst hier lang. Ist doch normal. Okay, hat sich erledigt. Ja, wie ich eben sagte, das Kampfsystem war erst ein bisschen fummelig, aber jetzt, es macht mir mega viel Spaß, ist richtig taktisch. Bei den Kämpfen muss man mal ein bisschen nachdenken. Und, naja, diese ganzen Casual-Kinder, die jetzt, ich sag mal, die nur Call of Duty spielen. Ich hab nichts gegen Call of Duty-Spieler, Quatsch, aber ihr wisst, was ich meine. Die Casuals, die große, tumbe Masse. Die ist natürlich mit so einem Spiel wie dem überfordert. Das kommt davon, wenn man sich vom Hype anstecken lässt und vielleicht ein sehr kompliziertes Rollenspiel kauft, obwohl man sonst keine komplizierten Rollenspiele spielt. Ihr spielt ja auch nicht plötzlich Baldur's Gate, oder? Also ich spiele es, aber viele von denen, wie Witcher 2 jetzt einfach mal sich geschnappt haben, denke ich nicht. Ist ja auch egal, das war mein kleiner Rant. Wenn ich ihm auf die Füße getreten bin, habe ich halt Pech gehabt. Aber wir leben in einem freien Land. Zumindest hier in Deutschland, nicht hier in Temerien. Das ist irgendwie nicht sonderlich frei. Tempelfriedhof, okay. Gegner. Du kommst alleine angestürmt, sehr blöd. Jetzt mache ich aber Irden. Nochmal. Ah, das tat bestimmt weh. Ah, der ist betäubt, der ist betäubt, der ist betäubt, der ist betäubt. Verdammt, ich hätte jetzt eigentlich, ich glaube, weil er betäubt war, hätte ich jetzt diese schöne... Hätte ich so eine schöne Kill-Animation starten können. Und von hinten. Haha. Erwischt. Ja, ich pariere deinen Schlag. Und wie ihr seht, Blocken ist zwar hilfreich, ich krieg trotzdem ein bisschen Schaden. Aber mein Schwert hat ja minus 5 Schaden, glaube ich, beim Blocken. Noch mehr Befehle? Warum sammle ich die alle auf? Vielleicht sind das neue. Vielleicht sind das neue Befehle. Sollte ich mir nochmal durchlesen. Obwohl, das ist irgendwie dasselbe. Gut, Bücher. Ah, okay. Dann nicht. Und sagt, was ihr wollt. Oh, dieses Spiel sieht einfach nur schön aus. Ha. Aber bevor ich meinen auf diese Optik runterhole, spiele ich lieber weiter. Gut, da kann ich rein und mich verprügeln lassen. Besser gesagt, ich töte alles, was sich bewegt. Aber ein Friedhof lädt doch ein, sich etwas umzuschauen und hier rumzuluten. Anscheinend hat Witcher, Witcher. Anscheinend hat Geralt keinen Bock auf, Grabschänden. Na, hab ich Pech gehabt. Und jetzt leuchtet das Medaillon links oben erst wieder, dann kann ich es erst wieder einsetzen. Okay. Ich dachte, vielleicht ist in dem Grab irgendwas drin. Nein, hier auch nicht. Da auch nicht. Hier hinten ist auch noch was. Verbena. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Aber ich finde dieses Schimmern mit Hilfe des Amuletts dann doch schon ziemlich deutlich zu sehen. Gut, hier ist auch nichts, hier auch nicht. So, jetzt noch ein letztes Mal. Nein, nein. Pilze. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld man so in dem Spiel ausgeben kann. Generell, ich bin auf so vieles von diesem Spiel gespannt. Oh. Ich bin gespannt, sobald der erste Akt anfängt und das Spiel richtig anfängt, groß zu werden. Gut. Okay, was mache ich? Ah, ich schalte einen aus. Na, kann ich dich betäuben? Nein, leider nicht. Egal. Hat ja auch nichts genützt. Entschuldigt, Leute, ich musste mal eben kurz husten. Schlüssel erforderlich. Ah. Habt ihr einen Schlüssel? Das wäre natürlich etwas affig. Ich töte die und sie lassen sofort den Schlüssel fallen. Das wäre natürlich etwas ungewöhnlich. Kann ich da rein? Ja.
Oh. Oh, fuck. Irden. Lauf mal schön rein. Tod allen Schwesterfickern? Wie seid ihr denn drauf? Ein weniger schon mal. Oh, 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 weg. Noch einer. Was geht? Oh, und noch einer in der großen Rüstung. Oh. Und da ist der König. Hilfe! Das ist wohl die letzte Bewegungsprobe bestimmt vom Tutorial. Würde mich nicht wundern. 6 Gegner hintereinander. Seit... Oh. Okay, den nehme ich als letzten. Okay, ich nehme das Schild. Wieso kann ich nicht einsetzen? Mann! Das war doch mal ein Schnellzugriff. Oh! Das hat gesessen! Hilfe! 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 Gott, ihr seht schon. So leicht sind die Kämpfe dann doch nicht. Aber das soll es ja auch nicht. Es wäre ja langweilig. Findet ihr nicht? Boah, weg, weg, weg. Und ich kann keinen Trank im Kampf einnehmen. Richtig. Oh, fuck. Moment, ich mach nochmal so einen Irden. Obwohl, nein, ich mach mal Axi. Damit kann ich einen überzeugen, auf meiner Seite zu kämpfen. Na, hat das geklappt? Nee, irgendwie nicht. Verdammt, das hat überhaupt nicht geklappt. Quen, ich brauch das Schild, ja. Ausweichen! Lass mich hier weg! Boah, das Schild hat mir gerade sowas von das Leben gerettet. Okay, Igni, mal ein bisschen Kampf auf die Entfernung. Das Schild schon wieder. Hab ich ein Schwein? Du bist jetzt tot. Nein! Nein! Mich hat's erwischt! Scheiße. Du bist gestorben. Danke für die Info, wäre ich nicht drauf gekommen. Wann war denn der letzte Speicherpunkt? Ich glaube, ich sollte mir noch sowas wie Schnellspeichern angewöhnen. Ja, ich weiß. Das hat man schon seit Jahren eigentlich intus, aber bei jedem Spiel muss man es wieder aufs Neue lernen. Toll. Also. Na ihr Eichhörnchen. Ihr habt's gut da unten. Ihr habt eure Ruhe. Also nochmal. Aber dafür ist es ja ein Blind-Let's Play. Ich muss hier nicht perfekt spielen. Nein, ich kann auch voll drauf gehen. Aber einen Vorteil habe ich jetzt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und kann mich besser vorbereiten. Komm, Schild. Oh nein, ich wollte nicht 2 Schilder auf mich hauen. Du sollst mal ein wenig anders anvisieren. Also dieses Zielsystem macht mir noch ein bisschen Kopfschmerzen. Okay, tot seid ihr. Hier lag was rum, das weiß ich noch vom letzten Mal. Komm schon, lass mich looten. Oh, diesmal sogar noch viel, viel, viel mehr. Wurfwaffe? Ah, aber die Fertigkeit habe ich ja noch nicht. Von daher bringt mir das relativ wenig. Okay. Nein, das möchte ich gar nicht. Wieder zurück. Dann gehen wir nochmal hier hoch, wo dann die Gegner auf uns warten. Und diesen kleinen Endkampf werde ich euch leider erst beim nächsten Mal richtig in voller, diesmal ohne zu sterben zeigen. Mein Name ist Alex. Bis dann!